herzlich willkommen in Worms. Es ist ja wieder Testspielzeit. Peter Simon, Thomas Laue, Roger Pantow. Wir freuen uns ganz herzlich, euch in Worms begrüßen zu dürfen. Es ist mal wieder traditioneller Leseprobenstart im Wormser Theater. Auch das Wetter spielt mit, was ja wichtig ist auch für unsere Festspiele. Wir sind in der Open-Air-Veranstaltung. Es freut mich ganz arg, Sie euch alle in Worms begrüßen zu können. Wir freuen uns auf eine schöne Festspielzeit. Am 12. Juli werden wir die Premiere feiern dieses Jahr. Und alles, was ich bisher hören durfte, ist meine große, volle Vorfreude auf den Sommer. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wünsche einen tollen Start und alles Gute. Herzlich willkommen. Der Held lebt in seinem Glanze ewig, denn sein Leben war eine einzige große Sage. Wie gern hätte ich mich mit ihm im harten Kampf gemessen. Geifert, seufzt und säuselt. Mit halbem Atem ist sie bei uns, mit halbem Atem bei ihrem toten Helden, der nicht verrotten will. Wäre sie nicht von unserem Blut, würden wir sie nicht dulden. Sie sollte dankbar an der Tafel sitzen. Sie sollte essen und den Hunger stillen. Hör nicht auf sie. Hör nicht auf ihre Worte. Ich hab, was man sich in den Ställen und Spinnstuben erzählt. Siegfried ist erloschen. Als er noch lebte, suchte er die schnelle Vergeltung mit dem Schwert. Er schlug Siegfried, einen Mann, kamen die Brüder, um sich zu rächen. Tötete er einen Drachen, schwärmte die Brut voller Zorn aus dem Nest aus. Er wurde verehrt und verhimmelt. Noch mehr aber wurde er gehasst. Von Männern mit einer kranken, sengenden Glut in den Augen. Die Eiche fällt nicht von einem Streich. Sie fällt von vielen Schlägen. Es hat ihn nicht allein die Lanze seines Onkels Hagen umgebracht. Ich bin Marcel Holpermann und ich spiele König Gunther. Ich bin Daniel Kierberg und ich spiele Gisela. Ich heiße Christoph Franken und ich spiele Hildebrand. Ich bin Thomas Leubel und ich spiele den Hagen. Ich heiße Felix Rech und ich spiele Sibbig. Ich heiße Anton Rieder und ich spiele Gernot. Ich heiße Johanna Schwertfeger und ich spiele Brunhild. Ich heiße Franz Betzold und spiele den Dietrichen Bern. Ich heiße Jasap Schuttibor und ich spiele Brunhild. Super, herzlichen Dank. Hallo, Herr Löbel. Hallo. Erstmal herzlich willkommen hier in Worms. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das ist ja auch das erste Mal, dass Sie hier in Worms spielen und bei den Nibelungen festspielen. Ja, das ist richtig, ja. Wie sind Sie dazu gekommen zu diesem Projekt? Also es gab schon ein paar Mal einen Zuruf, ob ich da nicht Lust hätte, mal mitzuspielen. Und jetzt hat sich das super ergeben und dann hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit dem Roger von Tobel, mit dem Regisseur. Und las das Stück von Zermoglu Senkel und war sehr interessiert dann. Und das hat mich dann so eingenommen, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt mal. Sie spielen ja den Hagen. Was für eine Charakterrolle oder was für ein Mensch ist der Hagen? Naja, das wissen die Wormser ja selber am besten, glaube ich, was der Hagen ist. Das haben wir ja eben schon gehört. Jedes Mal, wenn mich jemand anspricht, was spielen Sie denn hier, den Hagen? Ach, den Hagen, da kann ich Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Also wir haben ganz viele Meinungen dazu. Jetzt ist das ja das Stück, was wir spielen, der Diplomat, ist natürlich auch eine Fortschreibung, wobei aber die Autoren natürlich ganz eng an der Ursprungssage sich anknüpfen, indem sie die Charaktere ein bisschen weiterentwickeln, aber natürlich diese Grundpositionen von diesen Figuren auch mit aufgreifen und eben jetzt in unsere Zeit holen auch. Das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Aber ich mag das, weil das so eine ambivalente, manchmal vielleicht auch eine dunkle Gestalt ist. Man würde vielleicht in zeitgenössischer Weise sagen, ja, eine konservative Stimme im Hause der Burgunder. Aber er ist auch ein Bewahrer und da geht halt die Doktrin der Burgunder über alles. Und zwar, das geht so weit, wie wir ja wissen, dass er auch den Helden Siegfried dann irgendwann dran glauben lässt. In diesem Stück ist er da auch vielleicht auch für den Frieden? Naja, auf seine Weise auf jeden Fall, ja, natürlich. Also das Stück, ich weiß nicht, wie weit wir das schon veröffentlicht haben. Dietrich ist ja sozusagen, der Dietrich von Bern ist die der Protagonist, die Hauptfigur in dieser Erzählung, ein Vermittler zwischen verschiedenen Fronten und die Burgunder finden sich halt wieder zwischen einer römischen Bedrohung des Kaisers von Rom und der Bedrohung von dem Hundenkönig Etzel und müssen schauen, mit viel Geschick, wie sie aus diesen Mühlsteinen da vielleicht noch hervorgehen können, unbeschadet bestenfalls. Und in diesem Sinne ist Hagen natürlich der
mehr als ein Politiker, der dann versucht, den besten Weg daraus zu finden. Natürlich auch zum Vorteil der Burgunds, das ist klar. Es sind ja viele Ensemblemitglieder. Kennen Sie da auch welche und haben auch schon vielleicht mit welchen schon vor der Kamera gestanden? Vor der Kamera natürlich habe ich mit Jasna Fritzi Bauer, die unsere Krimhild gibt. Sie war tatsächlich meine Filmtochter. Ganz hier in der Nähe haben wir gedreht, in der Nähe von Mannheim, muss man zwar sagen, ist jetzt so nah ist es nicht, aber wir haben eine ganz tolle Serie gedreht, die hieß auch noch lustigerweise Zeit der Helden, was dann wieder zu unserem Projekt jetzt hier passt. Es ist aber schon eine Weile her, muss man sagen. Also, und die anderen Recken kenne ich auch, ein paar, also Franz Petzold, das war sozusagen der Maki Poser, ich war der König Philipp im Don Carlos. Marcel Heupermann, die kannte ich alle aus vom Risi, also vom Residenztheater in München, beziehungsweise vom Burgtheater in Wien. Und Roger kannte ich eigentlich nicht aus der Arbeit, Roger von Tobel, unser Regisseur, sondern eher aus der Kantine, wo ich ihn dann als sehr sympathisch und habe seine Arbeiten, ein paar habe ich gesehen, ich habe nicht alles gesehen, das muss ich auch sagen. Ich fand den wahnsinnig einnehmend und sympathisch und bin sehr interessiert jetzt. Was für ein Gefühl hat man jetzt, weil heute ist ja der Probenstart, also es geht ja jetzt los. Mhm. Was für Gefühle hat man da? Ja, das ist immer nochmal eine gewisse Aufregung. Ich finde es aber toll, also erste Leseproben, man bekommt zum ersten Mal alle diese Stimmen nochmal zu hören. Also wenn man sich so selber am Küchentisch dann vorbereitet oder so und man immer und immer wieder seine Rolle natürlich, aber auch das ganze Stück nochmal liest und sich Gedanken dazu macht, Ideen, Assoziationen entwickelt. Aber wenn man dann plötzlich diese ganzen Stimmen sieht von den Kolleginnen, dann ist das ganz toll. Also auf einmal kriegt das so eine ganze Palette von Farben und Ereignissen und das ist sehr spannend und eigentlich bin ich da immer sehr positiv und freue mich darauf. Aber es ist auch aufregend. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und viel Freude hier in Worms. Ja. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Frau Schwertfeger, herzlich willkommen hier in Worms. Sie haben den Weg nach Worms gefunden. Wie kam es dazu? Also ich habe schon mehrmals mit Roger gearbeitet und bin auch bei ihm in Bern am Stadttheater oder bei den Bühnen Bern im Ensemble und ja, so kam das. Er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen und dann habe ich ja gesagt. Und was hat Sie dann letztendlich bewogen, die Nebelungenfestspiele zu machen? Also erstmal ich habe das Stück gelesen oder diese Fassung, dieses Spin-off, der Diplomat, und fand das extrem toll, auch sprachlich. Und dann habe ich so mitgekriegt, wer sonst noch so dabei ist. Und ich freue mich total auf dieses Ensemble. Und so Sommertheater finde ich auch mal gut, weil das ziemlich lange her ist, dass ich das mal gemacht habe. Also eigentlich, ich weiß gar nicht, 18, nee, da war ich noch auf der Schauspielschule, also so 20 Jahre oder so. Da war ich in Altaussee und habe beim Sommernachtstraum inszeniert von Klaus-Maria Brandauer mitgespielt. Und ich fand das schon echt eine ziemlich tolle Erfahrung, so draußen, dass man so auch gezwungenermaßen oder dass man mal so aufdrehen darf, also so richtig groß spielen und so in den Text beißen. Und ja, und dann ist es ja so eine Art von Ferienlager auch. Und da ist natürlich wichtig, dass man gute Leute um sich hat. Und ich glaube aber, das ist in dem Fall der Fall. Sie haben kurz das Ensemble angesprochen. Was finden Sie so toll an dem Ensemble? Ey, das sind alles einfach verdammt gute SpielerInnen. Und ein paar davon kenne ich auch schon. Also Jasna zum Beispiel oder mit Felix habe ich in Frankfurt schon gespielt. Und so. Und ich freue mich da einfach drauf. Oder Lou Strenger, auch eine Granate. Dann hätte ich noch ein Wort zum Stück. Wie gefällt Ihnen Ihre Rolle? Also in diesem Zeitausschnitt, der da jetzt oder der da abgehandelt wird, da ist Brunhild ja eigentlich schon besiegt. Also sie ist ihrer Kräfte entraubt, ihrer valkyrischen Kräfte, Zauberkräfte. Siegfried ist schon tot. Und ich finde, dass die Herausforderung, dass sie ja quasi eigentlich
keinen Auftrag mehr hat oder eigentlich Gefangene ist. Also die hat da keine Verbündeten. Und das finde ich eine ganz schöne Herausforderung zu gucken. Also wie spielt man das? Wie spielt man eine gebrochene Walküre? Heute ist Probestadt. Sind Sie aufgeregt? Na klar bin ich aufgeregt. Ich muss schon die ganze Zeit pinkeln. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und viel Freude hier in Worms beim Nibelungenfestspiel. Danke. Vielen Dank.